Es ist unvorstellbar, dass die komplette Stadt zerstört, also diese riesigen Müllberge, was heißt Müllberge, das sind Einrichtungsgegenstände der Menschen, die Kühlschränke, Möbel, Betten, das war alles vor den Häusern gestapelt, das hat sich ja 3 Meter hoch getürmt zum Teil. Das kann man sich nicht vorstellen, wenn man das so auf Bildern sieht und dann in der Realität, ist ein gewaltiger Unterschied. Und dann natürlich auch der Gestank in der Stadt. Und eben, wenn man auch wirklich die Emotionen der Menschen spürt, das ist ganz wichtig, was man, finde ich, jetzt in den Medien nicht ganz so mitbekommt, weil da ist ja doch irgendwie ein Fernseher dazwischen und diese Distanz ist einfach vorhanden. Und wenn man dann vor Ort ist, dann spürt man auch die Verzweiflung der Menschen. Nordbosnien im Mai 2014. Bis das Wasser in weniger als 10 Minuten über die Stadt hineinbrach, war Doboj mit rund 70.000 Einwohnern für den Berliner Studenten Igor Ristic eine lebendige Stadt, in der er schon als Kind seine Ferien bei Großeltern und Verwandten verbrachte. Plötzlich gab es Tote und Zehntausende, die ihre Wohnung verloren hatten, und es ging darum, schnell Hilfe zu organisieren. Ich hatte überhaupt keine Erfahrung, ich wusste nicht, was mich erwartet. Das war eine sehr ja, spontane Idee. Gut, es war akut, da musste was gemacht werden. Und dadurch, dass es uns emotional sehr nahe lag, allen, kam es halt wirklich dazu, dass wir das auch wirklich realisieren konnten. Und es war unglaublich. Wir haben insgesamt innerhalb von 2 Tagen, war das, glaube ich, also einen kompletten Hilfstransport organisiert mit Sachspenden. Es ist so, dass meine Mutter vom Beruf Krankenschwester ist und dass sie dadurch auch genau weiß, was den Menschen medizinisch fehlt. Und das war beim Hilfstransport, hat sie das auch diesen medizinischen Teil organisiert und in die Hand genommen, weil sie genau wusste, dass auch Infusionsmaterial, welche Desinfektionsmittel nötig sind, Handschuhe, auch mit dem Mundschutz, also an sowas habe ich gar nicht gedacht. Aus dem Nichts heraus musste alles geschehen. Es blieb wenig Zeit für theoretische Fragen. Wichtig war, schnell und sinnvoll zu handeln und ein aus dem Boden gestampftes Hilfsprojekt umzusetzen. Igor Ristic und sein Begleiter Goran Stupa fanden eine völlig zerstörte Stadt vor, in der das Naheliegendste das Wichtigste war. Das war alles gar nicht so geplant, wie es wirklich gelaufen ist. Wir sind durch die Stadt gefahren und wollten erst uns sortieren und haben dann gesehen, dass Menschen wirklich mit Händen Schlamm aus den Wohnungen befördern, auch keine Gummistiefel anhaben, zum Teil in Flipflops da in dem Matsch stehen. Und dann sind wir stehen geblieben und haben den Menschen ein paar Gummistiefel in die Hand gegeben und in die Hand gedrückt und eine Schaufel. Und dann kamen immer mehr Menschen und irgendwann waren bestimmt 30, 40 Menschen um diesen Transporter herum und wollten natürlich Hilfe haben. Und also ich war total überrumpelt mit der ganzen Situation und konnte damit auch gar nicht fassen, das gar nicht wirklich realisieren, dass den Menschen die Hilfe so, dass sie die Hilfe so dringend benötigen. Serben, Kroaten, Bosnier, Muslime, Christen, Juden. Das spielte für niemanden mehr eine Rolle. Alle halfen einander. In der katholischen Kirche wurde ein Hilfsstützpunkt eingerichtet. Die erste Hilfestation fand in der Synagoge Platz. Auch aus den umliegenden muslimischen Dörfern kam schnelle Hilfe. Ohne die Menschen gäbe es weitaus mehr Opfer. Ein Kajakverein ist aus einem, ich glaube, circa 80 Kilometer weit entfernten Ort, ist angerückt, und also Raftingverein, und hat dann die Menschen versorgt. Also sind wirklich durch die Stadt gepaddelt und haben den Menschen Brote gegeben, Wasser gegeben, Medikamente, die Schwachen und die Kinder rausgeholt. Also es war wirklich großartig, das zu sehen. Der erste Schritt war also, rein zweckdienlich zu fragen, wie und mit was helfen wir sofort am besten. Ich habe eine Facebook-Seite errichtet damals, vor dem ersten Hilfstransport, um das alles zu koordinieren und organisieren. Und daraufhin haben sich auch sehr viele, ja, sage ich jetzt mal, deutsche Facebook-Seiten, also das deutsche Hochwasser, gemeldet und wollten helfen. Und also ich habe damit einfach nicht gerechnet, dass sich so viele Menschen dafür interessieren, dass so viele Menschen noch helfen wollen. Und ja, ich war eigentlich überwältigt. Die länderübergreifende, unmittelbare Unterstützung war nicht nur solidarisch, sie war absolut notwendig für eine Region, die Hochwasser bislang nicht kannte und arm ist. Umgerechnet 2.500 Euro Soforthilfe für den gesamten Hausrat. Damit müssen die Menschen versuchen zu überleben. Kein Wunder, dass sich bei dem einen oder anderen Verzweiflung einstellt. Man muss sich das so vorstellen, in den 90ern gab es ja diesen fürchterlichen Krieg in Bosnien. Die Menschen haben alles verloren. Und jetzt dieses Hochwasser, also innerhalb von 20 Jahren
ist die komplette Existenz zweimal sozusagen vernichtet. Und da sind die Menschen natürlich verzweifelt und haben auch keine Kraft mehr, das zu stemmen und verlassen auch wirklich die Stadt zum Teil. Das ist natürlich eine Entwicklung, die nicht schön ist. Und seitens der Politik wird da meiner Meinung nach wenig gemacht. Die mediale Präsenz ist schon heute nahezu verschwunden. Die Folgen der Katastrophe bleiben. Um weiterhelfen zu können und geknüpfte Kontakte nicht zu verlieren, müssen langfristige Strukturen geschaffen werden. Igors Mutter, Verica Ristic, setzt sich für eine Behinderteneinrichtung ein. Zurück in Berlin streben die Helfer eine langfristige Arbeit an. Ein Kinderhilfswerk soll gegründet werden. Was für mich jetzt ganz wichtig ist, oder für uns, dass wir diese langfristige Hilfe irgendwie organisieren. Weil dass wir vielleicht Kontakt mit Schulen herstellen und vielleicht auch sogar Partnerschulen hier in Deutschland, in Berlin oder in Brandenburg finden, dass es vielleicht so eine Art Patenschaft gibt, vielleicht sogar Schüleraustausche, dass die Kinder einfach auch ein bisschen, sage ich mal, psychisch entlastet werden dadurch. Also das ist für mich so mein Ziel. Also es ist auch in Bezug zu meinem Lernstudium, wäre das für mich wichtig, dass man da schulisch Kooperationen eingeht. Das ist für mich so die Planung, die ich jetzt vorhabe. Ein Gutes kann Igor Ristic der Situation trotz aller Umbill abgewinnen. Gelebte Solidarität über Grenzen hinweg. Zum Schluss würde ich mich noch sehr gerne bei den ganzen Menschen bedanken, die geholfen haben. Sei es die Menschen aus Bosnien, sei es die Menschen aus Berlin und Brandenburg. Auch ein ganz herzliches Dank an den Deutschen Förderverein für Sanitätswesen aus Köthen, der diesen zweiten Transport überhaupt ermöglicht hat. Das war großartig. Und ebenfalls auch an die Flutopferseite, die Facebook-Seite, die hat uns auch sehr großartige Hilfe geleistet in der Organisation, weil wir wussten nicht, was auf uns zukommt. Und es war sehr schön, die Hilfe, und dafür ein ganz großes Dankeschön. Ihr könnt auch auf unsere Hilfe bauen in Zukunft.